So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, oh mein Gott, Alter, immer und ja am Anfang. Was ist denn hier los? Und ja, auf jeden Fall, Alter, Digga, was ist hier los? Auf jeden Fall, ja, im Hintergrund seht ihr heute mal was anderes. Das ist schon ewig her, das Gameplay. Ja, es ist ein Gameplay. Da habe ich mit, glaub, zwei Kumpels, nee, mit vier Kumpels, ja, haben wir S und Z gezockt. Ich mit einem Abonnent gegen meine drei Bros, mit denen ich auch in Real Life was mache. Und ja, schaut euch an, Kaffee King, die Sniper Boss Lifestyler. Der Kaffee King war ja auch schon in dem Video mal dabei, bei dem langen Video, wo wir Zombie gezockt haben. Das verlinke ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung, Leute. Könnt ihr euch ja noch reinziehen, wer sich es noch nicht reingezogen hat. Und ja, gleich noch eben vorweg, dass ihr wisst, dass ich demnächst das 100-Abo-Special raushaue. Das wird, also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, da habe ich richtig Bock drauf. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ich mache von 100-Abo-Special. Und ja. Dann passt der Shit. Wird auf jeden Fall mega geil. Kann ich euch gleich mal sagen, dass ihr euch da auf jeden Fall drauf freuen könnt. Aber jetzt soll es gar nicht über das Thema gehen, sondern. Sondern. Ja. Es geht heute mal um meine Französischlehrerin. Ja, Leute, wer auch immer von euch Französisch in der Schule hat, weiß sicher, wie schrecklich Französisch ist. Also, Französisch, ich weiß nicht, warum ich das Fach habe. Es ist einfach nur das größte Scheißfach, das es gibt. Ohne Scheiß, Leute, so eine schlimme Sprache kennt man nicht. Die Sprache ist wirklich so schlimm wie die Abfacker in COD, die Franzosen. So schlimm ist die auch. Also, so schlimm ist sie wirklich. Besser gesagt, ich hätte nie gedacht, dass sie so schlimm ist. Aber ja, es liegt auch größtenteils an der Lehrerin auch. Also Leute, erzählen wir mal hier. Letztens müsst ihr euch so vorstellen, wir hatten erste Stunde, ganz normal in der Schule. Hat man, was hat man? Erdkunde. Genau, Leute. Dann hat der Lehrer ein bisschen überzogen, weil er nächste Stunde eine Ex schreiben wollte und den Stoff noch fertig machen wollte. Genau. Und dann sind wir ungefähr 10 Minuten zu spät in den Französischunterricht gekommen, weil wir noch auf dem Klo waren. Ja, Leute, ich muss auch mal aufs Klo. Genau, da war ich mit dem Kumpel auf dem Klo dann schön. Gruppenpissen, wie sich's gehört. Und dann, ja, wir kommen so zu spät rein. Und was natürlich, die Frau, die setzt mich einfach. Naja, ich sitze bei der irgendwie immer schon. Ich sitze schon immer bei der alleine. Ja, sie setzt mich einfach außer, sie setzen uns einfach auseinander. Sie setzt uns einfach auseinander. Ah, wie dumm ist denn die? Ich weiß gar nicht weshalb. Auf jeden Fall, ja, komme ich so rein. Dann habe ich hinten, ne, wie war's? Ich kam rein. Sie sagt: Dani, ja, sitz hier vor. Einzelplatz natürlich wieder. Ja, passt. Dann gehe ich so vor mit meinen Sachen, ganz gechillt. Ja, natürlich hier. Gehe ich so davor. Und dann, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten gerade Franzosenaustausch. Und das war so, dass ich rechts vorne saß. Dann dazwischen, wenn ich nach hinten schaue, so quer, müsst ihr euch so vorstellen, so diagonal durch den Gaumen. Bisschen sitzt so in der Mitte dann, mittlere Reihe. Ein Franzose, der sich gerade vorstellt, und hinter dem genau mein Kumpel.
Was denkt die wieder? Ja, Daniel Johannes, jetzt hört's mal auf mit euren Spielchen. Was soll das eigentlich? Ich denke mir, what the fuck, Alter? Was habe ich getan? Ich schaue einfach nur den Franzose an. Und habe eigentlich gar nichts gemacht. Also, das war natürlich nicht alles, Leute. Auf jeden Fall sagte dann so, ja, Dani, holt mal euer Buch raus. Sag ich so, gar nichts. Nee, wir sollen also Buch rausholen und dann haben wir in unserem Klassenzimmer hinten links einen Schrank, da können wir unsere Sachen reintun, unsere Bücher und so, können wir da verstauen, wenn wir sie nicht mit heimnehmen brauchen eigentlich. Dann hole ich da mein Buch raus, gell Leute? Dann hole ich das Buch, gehe da nach hinten halt, hol da meine Sachen raus, meine Französisch-Sachen, gehe wieder nach vorne auf meinen Platz. Auf einmal mault die mich an. Dani, du nimmst jetzt deine Französisch-Sachen immer mit heim. Du hast nötig zu lernen. Was soll der Scheiß eigentlich? Französisch muss man mit heimnehmen. Du musst mal lernen. Aber ich so gesagt, ja, befehlen Sie mir das jetzt? Dann sie so, ja, natürlich. Dann ich so, ja, genau. Die ist da so ausgedickt, Leute. Ihr glaubt es gar nicht. Und auf jeden Fall war es dann so, dass er gesagt hat, wir räumen den Schrank jetzt aus bis nächsten Donnerstag. Da will ich den Schlüssel von da hinten haben. Dann räumt ihr den ganzen Schrank aus und dann nehmt ihr alle euer Zeug mit heim. Sag ich so, nee. Das passt nicht alles in meine Tasche und ich nehme das garantiert jetzt nicht mit heim alles. Doch, du machst es. Ich will den Schlüssel bis Donnerstag haben und dann sperre ich es zu. Dann sagt sie, habe ich gesagt, warum? Sie sagt, ja, das ist mein Schrank. Habe ich so, mir dachte einfach nur, Alter, wie dumm bist du eigentlich? Das gibt's gar nicht. Sie sagt einfach mal, das ist ihr Schrank, obwohl der schon das ganze Jahr schon immer in dem Klassenzimmer stand, der Schrank. Der Schrank steht schon immer in dem Klassenzimmer. Wahrscheinlich hat sie ihn natürlich bezahlt. Wer soll... Also, ist ja eigentlich klar, Leute, aber... Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und dann ist witziger war ja. Nächste Stunde hat man sie so. Was kommt? Dani, Johannes, Ausfrage. Denke ich mir einfach nur so. Digga, was willst du jetzt eigentlich von mir? Nur wegen der Aktion letztes Mal? Fragt die uns jetzt aus, Alter? Ich glaube, ich häng. Alter, jetzt kassiere ich da erstmal eine 6. Richtig gechillt. Französisch ist zwar bei mir kein Vorkündungsfach, aber trotzdem ist scheiße, wenn ich im Zeugnis irgendeine scheiß 5 drin stehen habe. Also, scheiße, Alter. Morgen schreibe ich auch noch. Also, wenn ihr das Video seht, habe ich Mathe-Schulaufgabe schon hinter mir. Ich muss jetzt aber auf jeden Fall noch lernen, Leute. Ich hoffe, euch hat das bisschen die kleine Real-Life-Story hier gefallen. Und für mehr Real-Life-Stories, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr solche Lehrerinnen oder Lehrer kennt, die auch so dumm sind einfach nur, schreibt es in die Kommentare. Und was ihr denkt, was als 100 Abo-Special kommt. Schreibt es auch in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Und so eine Lehrer kennt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Und ciao.